Herzlich willkommen zu einem Video, in dem ich über ein sehr wichtiges astrologisches Event sprechen möchte, das Ende Juli, Anfang August 2022 stattfindet. Und zwar eine Konjunktion von Uranus, dem großen Revoluzer, Reformer und Erneuerer, zum aufsteigenden Mondknoten im Stier. Diese Konstellation als solches hat einen großen Seltenheitswert. Uranus begegnet dem aufsteigenden Mondknoten zwar etwas regelmäßiger, also die vergangene Konjunktion von Uranus zum aufsteigenden Mondknoten fand 2007 damals in den Fischen statt, aber eine Konjunktion von Uranus zum aufsteigenden Mondknoten im Stier ist wesentlich seltener. Hier fand die vorherige Konjunktion im März 1855 statt. Davor hatten wir im Juli 1687 eine Konjunktion von Uranus zum aufsteigenden Mondknoten im Stier, damals interessanterweise exakt auf dem Grad, auf dem sie auch jetzt 2022 stattfindet, nämlich auf 18 Grad Stier. Davor fand dann im März 1520 eine Konjunktion von Uranus zum aufsteigenden Mondknoten im Stier statt. Also ihr seht, diese Konstellation findet sehr selten statt. In diesem speziellen Fall kommt noch hinzu, dass Mars, der Energie- und Handlungsplanet, sich direkt dazu gesellt. Wir haben hier also eine Dreifachkonjunktion von Mars, Uranus und dem aufsteigenden Mondknoten, die sich dann vom 31.07. bis zum 2.08.2022 erstreckt, also beziehungsweise die exakten Aspekte finden in den genannten Tagen statt. Und außerdem kommt noch hinzu, dass Venus, die Herrscherin vom Stier, der Planet, der all das symbolisiert, was uns besonders viel wert ist, der Planet, der halt unsere Werte als solches symbolisiert und das, was wir besonders kostbar finden, was wir besonders schätzen oder aber auch wen wir besonders schätzen, denn Venus ist nicht nur die Herrscherin vom Stier, Venus ist auch die Herrscherin der Waage, des Beziehungszeichens, von daher geht es hier nicht nur um materielle Dinge, die wir besonders wertschätzen. Hier geht es auch um die Menschen, die wir lieben. Und hier geht es auch um immaterielle Werte, also meinetwegen Freiheit, Ebenbürtigkeit oder was auch immer an immateriellen Werten uns persönlich halt besonders viel wert ist. All das wird astrologisch gesehen durch den Stier und durch seine Herrscherin Venus symbolisiert. Und Venus befindet sich in den Tagen in der heißen Phase dieser Konstellation, also Ende Juli, Anfang August im Krebs und bildet hier jeweils Sextile, also anregende, stimulierende, schöpferische Aspekte, wo hier etwas Neues entstehen will zu dieser Konstellation. Ja? Und von daher ist das wirklich eine sehr schöpferische Energie, mit der wir es jetzt zu tun haben. Hinzu kommt noch, dass Venus sich hier in einem Wasserzeichen befindet. Der Krebs ist ein Wasserzeichen, während der Stier ein Erdzeichen ist. Und Wasser auf die Erde bedeutet Fruchtbarkeit. Ja? Diejenigen von euch, die ganz persönlich von diesem Transit berührt werden, also meinetwegen diejenigen von euch, die ihre Sonne, ihren Mond, ihren Merkur, ihre Venus, ihren Mars auf 18 Grad Stier oder aber auch Löwe, Wassermann oder Skorpion, also sprich so 17 bis 19 Grad
in den fixen Zeichen, wo ihr hier wichtige Planeten, wichtige Horoskopfaktoren in den genannten Gradzahlen habt. Diejenigen dürften das sehr deutlich zu spüren bekommen in diesen Wochen, dass sie halt das Bedürfnis haben, wirklich die Dinge ganz neu zu machen, dass sie halt das Bedürfnis haben, sich aus allen engen Umständen zu befreien, also die typischen Uranus-Themen. Uranus ist auch der große Befreier, ja, also hier geht es darum, dass wir uns weiterentwickeln wollen, dass wir uns in eine Richtung entwickeln wollen, sei es in unseren Beziehungen, im Privatleben oder sei es im beruflichen Bereich, in der wir mehr Freiraum haben, in der wir auch echter sein können, in der wir authentischer sein können, in der wir halt mehr Energie spüren, mehr mit uns selbst in Kontakt sind und wirklich unser Innerstes mehr teilen können. Ja? Das ist allerdings die positive, die erlöste Seite von Uranus. Uranus kann sich im Wesentlichen auf drei verschiedene Arten äußern. Wir haben hier einmal eine unerlöste Version von Uranus. Das ist dann das Mitläufertum. Das sind Menschen, die übermäßig angepasst sind, sei es, dass sie einfach gar nicht wirklich mit ihren eigenen Werten, mit ihren eigenen Bedürfnissen, mit ihrem eigenen Willen im Kontakt sind und sich deshalb übermäßig anpassen, oder aber sei es, dass sie eigentlich ganz genau wissen, dass sie was anderes wollen oder eine andere Meinung haben, andere Werte, andere Moralvorstellungen haben, sich aber dann aus Bequemlichkeitsgründen oder aufgrund von verschiedenen Ängsten halt übermäßig anpassen. Ja, also das Mitläufertum ist repräsentativ für ein unerlösten, unbewussten, nicht integrierten Uranus. Eine weitere unerlöste Form von Uranus ist der Rebel without a cause, also jemand, der um jeden Preis auf Biegen und Brechen rebellieren will, der lieber etwas zerstört, also der etwas zerstört, ohne eine Alternative anbieten zu können, ohne etwas Neues anbieten zu können, der einfach nur unzufrieden ist mit dem Ist-Zustand, diesen zerstören will, aber halt nichts anzubieten hat, wie man es stattdessen machen könnte. Oder aber jemand, der grundsätzlich sehr antagonistisch ist, der um jeden Preis anders sein will, der um jeden Preis auffallen will, der immer besonders exzentrisch sich darstellen will, aber halt nicht aus einer Position von einem wirklich verinnerlichten Individualitätsbewusstsein heraus, sondern eben aus dieser eben angesprochen antagonistischen Position heraus. Ja, also man rebelliert gegen die Masse, man verurteilt die Masse, man verurteilt das, was ein Großteil der Menschheit für gut oder für richtig hält und versucht sich um jeden Preis davon abzuheben. Aber das ist eben auch eine unerlöste Form von Uranus, weil man ja trotzdem abhängig ist von der Masse. Ja, also wenn man immer dagegen rebelliert und wenn man um jeden Preis anders sein will und um jeden Preis herausstechen will, bezieht man sich ja trotzdem, also der Fokus liegt ja trotzdem auf der Masse. Was macht die Masse? Ich muss es genau anders machen. Ja, also man kreist sich trotzdem um das Kollektiv, das durch Uranus symbolisiert wird. Und die dritte Variante ist die erlöste, die bewusste, die
integrierte Form von Uranus, das ist jemand, der den Prozess der Individuation durchlaufen hat, der ein ausgebildetes Selbstbewusstsein, also ein ausgebildetes Individualitätsbewusstsein, Ich-Bewusstsein hat, der aber gleichzeitig auch ein starkes Teambewusstsein hat, der sich durchaus einer bestimmten Gruppe zugehörig fühlt und auch ein gesundes Verantwortungsbewusstsein dieser Gruppe gegenüber empfindet, der auch weiß, in welchen Situationen es wichtig ist, mal die eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen zugunsten der Gruppe und wann man sich halt auch an die Gruppe anpassen muss, wann man sich selbst mal zurücknehmen muss, um halt der Gruppe dienlich sein zu können, der aber auf der anderen Seite genauso auch aufstehen kann, wenn bestimmte Dinge in der Gruppe falsch laufen, der seinen Mund aufmacht, wenn bestimmte Dinge in der Gruppe falsch laufen. Also sprich, Zivilcourage ist im Zusammenhang mit einem erlösten Uranus ein ganz wesentliches Stichwort. Jemand, der halt auch die Dinge anspricht, die halt in einer Gruppe veränderungsbedürftig sind oder aber einfach in einer ganz simplen Situation, meinetwegen eine kleine Gruppe, Uranus symbolisiert große Gruppen, also im weitesten Sinne die gesamte Menschheit, aber eben auch kleine Gruppen, meinetwegen wie ein Freundeskreis von 5, 6 Menschen. Und wenn man dann mit seinem Freundeskreis unterwegs ist und alle beschließen, wir gehen jetzt ins Kino, gucken uns den und den Film an und danach gehen wir essen und dann gehen wir auf eine Party, dann würde jemand, der halt keinen ausgeprägten, keinen erlösten Uranus haben, halt auch wenn er Kopfschmerzen hat oder wenn er müde ist, keine Lust hat, würde er dann der Gruppe zuliebe mitgehen und alles mitmachen. Und jemand, der halt ein gesundes Individualitätsbewusstsein hat, gleichzeitig aber eben auch ein Teambewusstsein hat, würde dann sagen, ja, verstehe ich ja, dass ihr danach noch auf eine Party wollt, aber ich bin müde, ich gehe lieber nach Hause. Ja, also der stört die Gruppe nicht, der bereitet keine Probleme für die Gruppe, aber er oder sie behält trotzdem die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Interessen im Auge. Und im Zusammenhang mit dem genannten Beispiel dürfte es den meisten von uns relativ leicht fallen, hier dann auch zu sagen, wenn sie bei bestimmten Gruppenunternehmungen nicht mitmachen wollen. Aber es gibt natürlich durchaus auch Situationen, in denen wir vielleicht Gefahr laufen, uns dem Gruppendruck zu beugen, obwohl wir ganz genau wissen, dass es vielleicht falsch ist, was die Gruppe macht, oder aber, dass es einfach für uns persönlich eben in diesem Moment nicht das Richtige ist. Ja? Und genau dazu möchte uns diese Konstellation aber verhelfen. Die exakte Konjunktion von Uranus zum aufsteigenden Mondknoten findet zwar jetzt am 31.07.2022 statt, aber der ganze Sommer 2022 ist von dieser besonderen Verbindung geprägt. Die heiße Phase läuft hier von Mitte Juli bis Mitte August 2022 ab und von daher ist es gerade in diesen Wochen jetzt ganz besonders wichtig, dass wir uns fragen, wie es denn bei uns persönlich aussieht im Zusammenhang mit den genannten Themen. Also haben wir ein gesundes Individualitätsbewusstsein und haben wir gleichzeitig aber eben auch Teamgeist? Können wir uns an Gesetze halten, ja, aber nehmen wir uns auch den Freiraum, halt bestimmte Dinge ganz anders zu machen als die Masse oder aber auch als die Gruppe, der wir uns zugehörig fühlen.
können wir unsere Meinung sagen, auch wenn wir wissen, dass wir damit auf Gegenwind stoßen können oder uns vielleicht auch unbeliebt machen, ja. Und gerade heutzutage, es gibt so viele Umfragen, die halt zeigen, dass sehr viele Menschen heutzutage Angst haben, sich einfach nicht mehr trauen, zum Beispiel in den sozialen Medien ihre politische Meinung kundzutun oder überhaupt halt Meinungen zu äußern, bei denen sie dann befürchten müssen, dass viele halt eine andere Meinung haben als sie. Ja? Und von daher fragt euch bitte, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr in bestimmten Situationen das Gefühl, dass ihr euer Licht unter den Scheffel stellt, dass ihr euch klein macht, dass ihr euch zu sehr anpasst? Oder aber bekommt ihr vielleicht immer wieder zu hören, dass ihr umgekehrt vielleicht zu wenig Teamgeist habt und zu wenig Rücksicht auf andere nehmt? Ja, wir können als Menschheit, also insgesamt gesehen, wie gesagt, im weitesten Sinne symbolisiert Uranus die gesamte Menschheit, können wir natürlich nur vorwärts kommen, beziehungsweise wir sind überhaupt nur so weit gekommen, wie wir bisher gekommen sind, aufgrund unseres Sozialbewusstseins, aufgrund dessen, dass wir halt auch Teamgeist haben, dass wir soziale Wesen sind. Auf der anderen Seite können wir in die Geschichte zurückblicken und da gibt es genug Beispiele, die uns aufzeigen, in welchen Zeiten es zu katastrophalen Entwicklungen gekommen ist, weil zu wenig Individualitätsbewusstsein vorhanden war, weil es zu wenig Menschen gab, die gesagt haben, ey, so nicht, das geht hier in eine ganz, ganz falsche Richtung. Ja? Und da es im Stier, wie gesagt, um unsere ganz persönlichen Werte geht, ungeachtet dessen, was andere wertvoll finden, was andere schön finden, was andere wichtig finden, ist es mit dieser Konstellation nun eben auch ganz besonders wichtig, dass wir wirklich mit unseren ureigensten Werten im Kontakt sind. Und nicht nur das, dass wir natürlich auch unsere Werte vertreten, unseren Werten entsprechend handeln. Und genau das wird hier nochmal gefördert, dadurch, dass Mars, der Energie- und Handlungsplanet, hier ganz direkt mitmischt bei dieser Konstellation und dadurch, dass Venus, wie gesagt, die Herrscherin vom Stier, hier einen harmonischen Aspekt zu dieser Konstellation im Stier bildet. Ja, also sprich, dass hier das Handlungsprinzip mit dem Werteprinzip sich im Einklang befindet und wir halt dadurch dazu angeregt werden, wirklich zu dem zu stehen, was wir für richtig halten und halt auch unseren Werten entsprechend zu handeln. Ein weiteres ganz wichtiges Thema im Stier sind unsere Gewohnheiten. Der Stier ist ein Gewohnheitstier, ja. Und in der Zeit, in der sich der aufsteigende Mondknoten durch den Stier bewegt, also sprich, wie gesagt, von Januar 2022 bis Juli 2023, bewegt sich der absteigende Mondknoten durch den gegenüberliegenden Skorpion. Im Skorpion geht es um Süchte, Abhängigkeiten, Obsession, Verstrickung, Schulden. Der Skorpion, ich bin selbst Aszendent Skorpion, also möchte ich den Skorpion hier keineswegs schlecht machen, aber die Sache ist halt die, dass wenn sich der absteigende Mondknoten durch ein bestimmtes Zeichen bewegt, werden wir halt auch vorrangig mit den Schattenseiten des jeweiligen Zeichens konfrontiert. Und die Schattenseiten des Skorpions sind halt diese genannten Themen. Und interessanterweise geht es im gegenüberliegenden Stier, wie gesagt, um unsere Gewohnheiten. Und wenn wir uns mal anschauen, was eine Sucht ist, dann ist eine Sucht letztlich eine
obsessive Gewohnheit, also sprich eine extreme Form von Angewohnheit, ja. Und von daher möchte diese Konstellation hier mit Uranus, dem großen Befreier, Revoluzzer, Erneuerer und Reformer, uns halt eben auch dazu verhelfen, uns jetzt darüber bewusst zu werden, was sind denn gesunde Angewohnheiten oder einfach nur, weil im Stier geht es auch um unser Wohlbefinden, um Luxus, also ruhig mal ein Stück mehr Schokolade oder einen Schluck mehr Champagner oder was auch immer, ja. Und wann artet das Ganze aber eventuell so sehr aus, dass es obsessiv wird, dass es gierig wird, dass es schon in Richtung Sucht, in Richtung Abhängigkeit geht, ja. Und von daher sollten wir uns jetzt halt auch fragen, gibt es bestimmte Angewohnheiten oder eventuell sogar Abhängigkeiten, Süchte, von denen wir uns jetzt befreien wollen? Denn diese Energie verhilft uns jetzt wirklich dazu, also die stimuliert uns enorm, gibt uns in sehr konzentrierter Form einen sehr, sehr kraftvollen Rückenwind, wenn wir uns aus bestimmten Abhängigkeiten, welcher Art auch immer, die uns eben nicht mehr gut tun oder die uns eventuell sogar sehr schaden, befreien wollen. Ja, und das kann sich um eine so offensichtliche Abhängigkeit wie eine Alkoholsucht oder eine Drogensucht handeln. Das kann sich aber auch um verstecktere Abhängigkeiten handeln oder um eine Abhängigkeit meinetwegen von einem bestimmten Menschen, ja. Also fragt euch bitte, in welchen Bereichen fühlt ihr euch sehr gefangen? In welchen Bereichen habt ihr das Gefühl, in eurer Vergangenheit festzustecken? In welchen Bereichen habt ihr vielleicht schon ganz bewusst länger die Sehnsucht nach einer großen Veränderung, nach einer großen Befreiung, habt euch eventuell bisher aber nicht getraut. Wenn ihr zu diesen Menschen gehört, dann bietet sich diese Zeitqualität wirklich jetzt dafür an, hier Nägel mit Köpfen zu machen und die Veränderung zu vollziehen. Ja, liebe Leute, wie immer könnt ihr euch natürlich sehr gerne persönlich von mir beraten lassen. Ich führe Sitzungen über Zoom, über Skype oder auch telefonische Sitzungen durch. Ich erstelle Aufnahmen zu euren Geburtshoroskopen, zu Partnerschaftshoroskopen, zu Kinderhoroskopen, zu eurer persönlichen Zeitqualität, also eine Prognose. Auf Anfrage erstelle ich auch Aufnahmen zu sehr speziellen astrologischen Themen, die sich gerade auch für diejenigen von euch eignen, die sich selbst schon mit der Astrologie beschäftigen. Ich arbeite auch sehr intensiv mit dem Tarot und mit der Numerologie. Geht gerne auf meine Website. Dort könnt ihr euch ausführlich über meine Arbeit informieren. Ihr könnt auch gerne auf meinem Blog vorbeischauen, auf dem ich einen sehr ausführlichen Artikel zum kommenden Neumond im Löwen gepostet habe. Dieser Neumond hängt ganz direkt mit dieser wichtigen Konstellation, mit den wichtigen Konstellationen, die ich jetzt hier in diesem Video besprochen habe, zusammen. Ihr könnt euch den Artikel gerne auf meinem Blog durchlesen. Wenn ihr in Zukunft automatisch benachrichtigt werden möchtet, wenn ich einen neuen Artikel auf meinem Blog poste, könnt ihr mir gerne eure E-Mail-Adresse zuschicken, dann nehme ich euch in meinen Verteiler auf. Wie immer freue ich mich auch sehr über eure Spenden für meinen YouTube-Kanal und ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die bisher gespendet haben. Bei allen bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich wünsche uns allen eine hoffentlich positiv revolutionierende Konjunktion von Uranus, Mars und dem aufsteigenden Mondknoten. Bis bald, ciao!